Mit dem Mähdrescher E516 ist für das Maschinensystem Getreideernte eine Schlüsselmaschine geschaffen worden, die sich durch hohe Schlagkraft und verbesserte Qualitätsparameter auszeichnet. Mit ihm können alle Druschfrüchte im Mäh-, Schwatt- und Pflückdrusch geerntet werden. Beim Transport wird das 7,6 bzw. 6,7 Meter breite Schneidwerk auf einem zweiachsigen Transportwagen mitgeführt. Für den Anbau des Schneidwerks ist der Transportwagen auf einer ebenen Fläche abzustellen. Der hydrostatische Fahrantrieb gestattet ein gefühlvolles Heranfahren an die Aufnahmepunkte. Der Mähdrescher wird so an das Schneidwerk herangefahren, dass die vordere Kante des Schachtes in spitzem Winkel zum Anschlussträger des Schneidwerks steht. Der Schacht wird so weit gesenkt, bis bei der Vorfahrt die Tragzapfen an die Hinterkante der Einhängung anstoßen. Nachdem bereits vor der Anfahrt der Maschine an das Schneidwerk die Verriegelungen zum Transportwagen gelöst wurden, kann nunmehr das Abheben des Schneidwerks erfolgen. In diesem Zustand sollten keine längeren Transportfahrten und mit vollem Korntank kein Straßentransport erfolgen. Für die Einsatzbedingungen in der DDR kommt das Schneidwerk mit der Arbeitsbreite von 6,7 Meter zum Einsatz. Das Ein- und Ausschwenken der Abtankschnecke erfolgt hydraulisch und darf nur im Stillstand des Mähdreschers vorgenommen werden. Das Schneidwerk arbeitet bodengeführt und kann damit in Quer- und Längsrichtung pendeln. Das Heben und Senken erfolgt hydraulisch. Die Schnitthöhe kann über Schleifschuhe auf 70, 95 und 125 mm eingestellt werden. Das Mähmesser wird mit einer mittleren Messergeschwindigkeit von 1,62 Meter pro Sekunde bewegt. Der Antrieb erfolgt über eine Taumelscheibe. Der Messerhub beträgt 90 mm. Die Haspel ist als Lagerfruchthaspel ausgebildet. Die Stellung der Zinken ist verstellbar. Die Drehzahl ist stufenlos regelbar. Die Haspel kann über einfach wirkende Hydraulikzylinder in horizontaler Richtung gegen eine Zugfeder verstellt werden. Eine Rutschkupplung schützt die Haspel vor Überlastung. Auf der rechten Maschinenseite erfolgt von der Zwischenwelle aus der Antrieb für die Dreschtrommel, Abtankschnecke, Kornelevator, Tankfüllschnecke, Ehrenelevator, Nachdrescheinrichtung und Gebläse. Auf der linken Seite erfolgt von der Zwischenwelle aus der Antrieb für die Vorleit- und Nachleittrommel, Schüttler, Reinigung und obere Schachtwelle. Als Antriebsquelle dient ein 8-Zylinder-Dieselmotor. Die Fahrgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar. Die rationellste Einsatzform des Mähdreschers ist der Komplexeinsatz. Für das neue Maschinensystem mit dem E516 wurden 4 Mähdrescher als günstigste Grundgröße konzipiert. Die Arbeitsbreite des Schneidwerks und die stufenlose Veränderung der Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen bei entsprechenden Erträgen die volle Auslastung des Dreschwerks. Die mittlere Messergeschwindigkeit ist so bemessen, dass selbst bei Arbeitsgeschwindigkeiten von 8 km pro Stunde ein ordnungsgemäßer Schnitt des Erntegutes erfolgt. Um trotz der großen Arbeitsbreite eine gute Anpassung an das Bodenprofil und eine verlustarme Aufnahme des Getreides auch bei Lagerbeständen zu erreichen, ist das Schneidwerk sowohl in Längs- als auch in Querrichtung bodengeführt ausgebildet. Dabei können die Bodendruckeinstellung mittels einstellbarer Zugfedern am Schacht und der Arbeitszylinder reguliert werden. Der Transport des Ernteguts erfolgt im Schacht durch zwei nebeneinander liegende, unterschächtig arbeitende Förderketten. Bei einer Breite der Dreschtrommel von 1625 mm, einem Durchmesser von 800 mm und einer über den Dreschtrommelvariator regulierbaren Drehzahl
gewährleistet das Dreschwerk einen maximalen Durchsatz von 12,3 Kilogramm pro Sekunde. Der Dreschkopf umschließt die Dreschtrommel mit einem Umschlingungswinkel von 120 Grad und erreicht eine Fläche von 1,43 Quadratmeter. Die Haspel kann in vertikaler und horizontaler Richtung den Einsatzbedingungen angepasst werden. Ebenso lässt sich über den hydraulisch betätigten Haspel-Variator die Drehzahl der Fahrgeschwindigkeit anpassen. Eine Schnellstoppkupplung, ein Rücklaufgetriebe und die Dreschkorbverstellung sorgen für die mühelose und schnelle Beseitigung sich anbahnender Verstopfungen vom Fahrersitz aus. Zur vollen Ausnutzung der Leistungsfähigkeit des Mähdreschers sollte das erdroschene Getreide grundsätzlich während der Fahrt abgebunkert werden. Als beste Transportvariante im Maschinensystem hat sich der LKW W50 LAZ mit Anhänger HW80 mit einer Ladekapazität von 12,5 Tonnen bewährt. Damit ist gewährleistet, dass die Zwischenfahrstrecken zwischen den zum Komplex gehörenden Mähdreschern zeitsparend überwunden werden. Die Transportfahrzeuge müssen um Rieselverluste an den klappbaren Bordwänden und Wind- und Regeneinflüsse von oben zu vermeiden, abgedichtet werden. Nur in Ausnahmefällen, so beim Anschneiden eines Schlags, beim Umsetzen usw., kann die Übergabe des Korns im Stand erfolgen. Der Kornbunker hat ein Fassungsvermögen von 4,5 Kubikmeter. Über die Abtankschnecke ist die Entleerung in 2 Minuten möglich. Für eine ausreichende Manövrierfähigkeit beim Wenden und ein sauberes Einfahren in den Bestand ist ein ausreichend breites Vorgewende, 3 Maschinenbreiten, erforderlich. Um eine zügige Übergabe des erdroschenen Getreides zu ermöglichen, ist die Staffelfahrt der Mähdrescher günstig, wird sich aber aufgrund unterschiedlicher Einsatzbedingungen nicht immer ermöglichen lassen. Zur Gewährleistung geringer Schüttlerverluste besitzt der Mähdrescher eine neue Leiteinrichtung, bestehend aus einer Vor- und Nachleittrommel zwischen dem Dreschwerk und den Schüttlern. Neben der Vergrößerung der Schüttlerfläche auf 7,7 Quadratmeter wurde auch die Gestaltung der Schüttlerhorden optimiert. Die Ablage des Strohs erfolgt durch das Schwattformblech am Auslauf zu einem kompakten Schwatt, das durch die nachfolgenden Aufnahmeeinrichtungen der Pressen und Häcksler störungsfrei aufgenommen werden kann. Je nach den Einsatzbedingungen sind Tagesleistungen von 20 bis 40 Hektar je Maschine erreichbar. Für den Einsatz in der Körnermaisernte wird in der Volksrepublik Ungarn ein 6- und 8-reihiger Maispflücker gebaut. Das Heben und Senken des Zusatzgerätes erfolgt über die Hydraulikanlage wie beim Schneidwerk. Die vordere Spitze der torpedoartig ausgebildeten Halmteiler ist gelenkig angebracht, sodass damit die Bodenführung der Elemente möglich wird. Gegenläufig arbeitende Ketten ziehen die erfassten Maisstängel in den von den Halmteilern gebildeten Spalt. Rotierende Vierkantelemente und Schnecken arbeiten gegen feststehende Messer und ziehen die Stängel nach unten. Die an den Stängeln befindlichen Maiskolben werden in dem sich verengenden Spalt abgestreift
und über die weiteren Elemente dem Dreschwerk zugeleitet. Hier wird die Wirkungsweise des Maispflügers demonstriert. Durch das Abknicken der Maiskolben wird ein gleichmäßiges Zuführen der Kolben gewährleistet und das Dreschwerk und die Schüttler werden nicht überlastet und können ihre Funktion voll durchführen. Zur ordnungsgemäßen Wirkungsweise der Elemente des Pflügers ist die reingebundene Arbeit erforderlich, um die Stängel nicht abzuknicken, bevor die Maiskolben abgeknickt sind. Die Ernte derartiger Maisbestände stellt an die Maschine sehr hohe Anforderungen. In der Regel weist jeder Stängel jeweils nur einen Kolben auf. Der hier gezeigte Bestand erreicht einen Ertrag von 110 bis 120 Dezitonnen pro Hektar. Damit kann nur ein leistungsfähiger Mähdrescher fertig werden. Da der Mais nicht in jedem Falle gleichmäßige Bestandsdichten und Wuchshöhen aufweist, kommt hierbei, im Sinne der Auslastung der Durchsatzleistung des Mähdreschers, der stufenlosen Regelung der Fahrgeschwindigkeit eine große Bedeutung zu. Das verlangt aber eine hohe Qualifikation und großes Einfühlungsvermögen des Mähdrescherfahrers auf die Funktion der einzelnen Elemente. Beim Einsatz in der Körnermaisernte kommt der Reinigung eine besondere Bedeutung zu, da auch der innere Kern des Kolbens durch den Druschvorgang zerschlagen wird. Die Reinigung besteht aus einem verstellbaren Klappensieb, einem auswechselbaren Ober- und Untersieb und einem aus zwei Axiallüftern bestehenden Breitstromlüfter, der stufenlos regelbar ist. Aus der Arbeitsweise des Maispflügers ergibt sich, dass die Elemente des Dreschwerks und der Reinigung ganz besonders stark belastet sind, zumal der Feuchtigkeitsgehalt der Kolben bis zu 40% betragen kann. Diese Elemente stellen dann bei den angegebenen Erträgen die leistungsbegrenzenden Faktoren dar. Hier wird die reingebundene Arbeit der einzelnen Elemente demonstriert. Die Staffelfahrt bietet im Hinblick auf die reibungslose Übergabe des erdroschenen Erntegutes auf die Transportfahrzeuge sehr große Vorteile. Der Korntank wird über eine schräg in diesen hineinragende Füllschnecke beschickt. Der Einsatz des LKW für den Korntransport ermöglicht das Anpassen an die hohen Geschwindigkeitsänderungen während des Abbunkerns und vermeidet damit Übergabeverluste. Großvolumige Reifen gewährleisten auch auf dem Acker hohe Fahrleistungen. Die im Korntank liegende Austragschnecke ist durch eine verstellbare Abdeckung geschützt. Das Verstellen wird entsprechend der Fruchtart vorgenommen, damit der Zulauf zur Austragschnecke ungehindert erfolgt. Der Einsatz in der Körnermaisernte gewährleistet eine hohe Auslastung des Mähdreschers und bringt seine große Leistungsfähigkeit voll zum Tragen. So können in der Maisernte bis zu 850 Hektar geerntet werden, sodass sich damit die insgesamt abgeerntete Fläche, einschließlich Getreide, auf ca. 1200 Hektar im Jahr belaufen kann. Die K453 ist eine Geradschubkolbenpresse mit einer 2,2 Meter breiten Aufnahmetrommel. Die in der gezeigten Variante verwendete Ballenschore ermöglicht die Parallelbeladung der Transportfahrzeuge. Der Fadenkasten fasst 10 Rollen Bindegarn, die hintereinander verknotet werden. Der Querzubringer übernimmt das von der Aufnahmetrommel zugeleitete Erntegut und fördert es in den Presskanal. Als Antriebsquelle wird für die Hochdruckpresse ein Traktor der 14 bis 20 Kilo Newton-Klasse benötigt.
Mit der Aufnahmebreite von 2,2 Meter ist die Aufnahmetrommel in der Lage, die vom Mähdrescher E516 abgelegten Strohschwadden einwandfrei aufzunehmen, sodass mit der vorliegenden Durchsatzleistung die gleiche Flächenleistung wie beim Mähdrescher erreicht werden kann. Die Aufnahmetrommel nimmt das Erntegut vom Boden auf. Die Zinken werden über eine Kurvenbahn gesteuert. Über ein Stützrad wird die Trommel am Boden geführt. Dadurch wird eine gute Anpassung an den Boden ermöglicht. Der Niederhalter über der Aufnahmetrommel unterstützt den Aufnahmevorgang. In Abhängigkeit von der Schwaddstärke kann die Stellung der Aufnahmetrommel verändert werden. Das aufgenommene Erntegut wird von einem Hilfszubringer über den Querzubringer in den Presskanal überführt. Die beim Einsatz des Mähdreschers bisweilen anfallenden Strohanhäufungen lassen sich ohne Störung des Arbeitsvorgangs durch die Betätigung der kupplungsunabhängigen Zapfwelle am Traktor verarbeiten. Dafür ist eine exakte Abstimmung der Fahrweise des Transportfahrzeuges erforderlich. Die Ballenübergabe auf das nebenher fahrende Transportfahrzeug über die Ballenschore gewährleistet eine bedienungslose Beladung. Eine präzise Fahrweise ermöglicht eine gute Auslastung der Transportfahrzeuge. Die Verwendung von zwei Transportfahrzeugen als Kipper mit entsprechenden Aufbauten und einem Fassungsvermögen von 50 bis 60 Kubikmeter führt zu einer Rationalisierung des Transports. Für die Hängeaufbauten sind selbsttätig öffnende Bordwände erforderlich, um möglichst kurze Entladezeiten zu erreichen. Durch das Parallelverfahren ergibt sich beim Wechsel der Transportfahrzeuge eine Senkung der Anhängerwechselzeit um 85%. Dieses Verfahren gestattet auch die Kopplung von zwei Hängern. Damit wird eine Erhöhung der Flächenleistung um 15% erreicht. Bei der Anwendung des Doppelzuges für den Strohtransport empfiehlt es sich, den zweiten Hänger zuerst zu füllen. Dadurch kann sich der Fahrer des Transportfahrzeuges besser auf den Füllungsgrad einstellen und seine Fahrweise auf die volle Auslastung der Fahrzeuge konzentrieren. Der Landwirtschaft steht mit der Hochdruckpresse K453 eine Erntemaschine zur Verfügung, die die Erhöhung der Arbeitsproduktivität gegenüber bisherigen Verfahren bis auf 300% ermöglicht und damit die Realisierung industriemäßiger Arbeitsverfahren in der Getreideernte wirksam unterstützt.